Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sorbetin und heute geht es um die Megatins 2021, die Tin of Ancient Battles. Das ist eigentlich ein sehr cooles Produkt, in dem wir sehr, sehr viele Reprints erwarten können. Und heute ist meine Aufgabe, euch immer zu zeigen, was für Reprints wir erwarten können. Oder sollte man am besten darauf warten, dass das Produkt massenweise aufgerissen wird? Und ich werde euch einmal die Produktinformationen geben, die wir da schon kennen und was sicher drin sein wird und wie das überhaupt so aufgebaut ist. All das sind Fragen, die ich versuche, mir heute in diesem Video zu beantworten. Fangen wir zuerst mit der Tin of Ancient Battles an. Was ist damit überhaupt gemeint? Also die Tin of Ancient Battles ist aufgebaut, wie die Megatins sonst auch immer aufgebaut war. Wir haben quasi hier so eine Metallbox. Diese Metallbox, die erzählt eine Geschichte. Denn wenn ihr es nicht wisst, diese Metallbox hier, die hat hier Yugi und Kaiba, also die alten Yugi-Kaiba-Versionen davon. Und die sind angetreten gegeneinander. Jetzt kriegen wir mit der neuen Tin das Stück, was hier oben drauf kommt. Ihr könnt die nachher quasi stacken. Das seht, wenn ihr das quasi genauso euch anguckt, einmal genau so aus wie das Bild jetzt hier. Natürlich nicht in Farbe. Das ist quasi dieses alte ägyptische Ding, was sie im Anime ganz oft gezeigt haben, wo die beiden kämpfen, warum die ägyptischen Götter sind. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass wir in dem nächsten Jahr die Zins bekommen, wo der obere Teil drauf ist. Denn wir haben jetzt den mittleren Part bekommen, den kriegen wir jetzt. Das hier ist der untere Part, den kriegen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich die oberen Karten. Das heißt, ihr könnt die quasi so übereinander legen. Das heißt, ich habe jetzt hier die 2019er Tin, die lässt sich also wirklich nicht stacken. Aber die anderen Tins werden sich quasi stacken lassen und dann werdet ihr nachher das komplette Tablett haben. Was sehr interessant ist, finde ich. Jetzt nicht unbedingt nur für mich, aber sehr interessant. Aber jetzt ja die große Frage, was ist überhaupt drin in dem Set? Was können wir erwarten von dem Set? Also, die Information, die wir bekommen haben, ist, dass in dem Set auf jeden Fall drei neue Karten drin sein werden. Ähnlich wie das letzte Mal der Fall war mit den drei World Premiere Promos mit Dragoon, die aber in der Box drin gewesen sind. Und ich denke mal, dass Konami das diesmal genauso wieder machen wird, dass sie die quasi auch wieder in die Box integrieren werden. Was ich sehr schade finde, weil ich fand diese Promos eigentlich immer ganz nice für die Megatins. Aber was willst du machen, ne? Die kommen halt logischerweise wieder ins Set rein. Und vielleicht sind die auf einem ähnlichen Power-Level wie Dragoon, was ich nicht glaube. Aber es wird auf jeden Fall wieder Support sein für Dark Magician und Blue Eyes. Das haben sie quasi genau so auch gesagt. Ob das jetzt unbedingt nötig ist, lässt sich drüber streiten. In der Megatin werden verschiedene Rarities drin sein, verschiedene Sets drin sein. Wir werden heute einmal über diese ganzen Sets sprechen, welche da drin sein werden. Und es wird auf jeden Fall so aufgebaut sein, dass ihr in jeder Megatin drei Packs bekommt. Also drei Megapacks, so heißen sie ja immer. In den Megapacks ist immer eine Prismatic Secret drin. Ich finde die Rarity nicht schön, aber sie ist auf jeden Fall mit drin. Zwei Ultras, zwei Supers und eine Rare und 12 Commons. Also ihr kriegt auf jeden Fall ziemlich viel Stuff, weil das mal drei in einer Tin ist halt nicht bad. Ob das jetzt wirklich halt den Value widerspiegelt, den die Tin kostet, lässt sich halt so ein bisschen drüber sprechen, denn die Tin selber, die kostet nachher, wenn ihr die kaufen würdet, 20 Euro. Was jetzt nicht schlimm ist, wenn ihr sie im Laden kauft. Wenn ihr sie aktuell kauft, könnt ihr sie aber auch bei Kartenmarke noch bekommen für, ich glaube, so um die 15 Euro, vielleicht bis 17 Euro. Wenn ihr natürlich mehr davon kauft, zum Beispiel ein ganzes Case. Im Case sind, by the way, 12 Tinboxen drin. Könnt ihr halt pro Tin so um die 14 Euro bezahlen. Der liebe Dieter, wie das in seinem Video schon ausgerechnet hat. Natürlich kommt der Versand noch oben drauf. Dann sind wir bei 165,89. 165,89 geteilt durch 12 Tins. 13,82 € pro Tin. Und natürlich sind da Reprints drin. Diese Megatin ist ja für die Reprints bekannt. Und die Reprints, die drin sein werden, werden aus vier Core-Sets, die jetzt nicht Lightning Overdrive sind, sondern bis Phantom Rage. Das heißt, wir haben Ignition Assault, das ist logischerweise da drin. Dann haben wir natürlich Eternity Codes, Rise of Duelist und Phantom Rage, die sind auf jeden Fall mit dabei. Jetzt natürlich die Frage, was für Karten aus diesen Sets werden wir drin sein? Fangen wir das mal an mit Ignition Assault. Ignition Assault hatte einige sehr interessante Karten, leider nicht so viele gute und valuable Karten. Wir werden über die wichtigsten Karten sprechen. Die wichtigste Karte aus dem Set ist logischerweise Lightning Storm. Eine unglaublich gute Karte, auch immer noch eine sehr teure Karte mit so knapp 50 Euro. Die könnte auf jeden Fall als Reprint da drin sein. Legit. Ich stelle mir auch vor, dass sie da drin sein wird. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen drin gehabt. Wir haben den Ignista Archetype drin gehabt als Release. Auch der, denke ich, wird als Reprint drin sein, weil wir den neuen Support bekommen haben. Und natürlich Plunderer Troll war da auch mit drin als Secret Rares. Ich glaube, auch die werden einen Reprint bekommen in dem Set. Denn wir haben ja den neuen Support bekommen im letzten Hauptset mit der Kamen. Deswegen glaube ich schon, dass sie da mit drin sein wird, weil die den Hype quasi mitnehmen wollen von dem Set, von den Spielern, die das halt machen möchten. Und wir haben natürlich Skystriker Ace Rose gehabt. Auch die wird höchstwahrscheinlich mit da drin sein. Warum sollte sie nicht mit dabei sein? Und das wird eine schöne Ultra Rare oder so. Oder vielleicht machen sie sogar das Secret Rare raus. Who knows? Was wir nicht vergessen dürfen, da war auch Gizmek Kako drin. Gizmek Kako ist jetzt keine sonderlich starke Karte, aber wir haben ja den Gizmek Support angekündigt für die nächsten Sets
Und wir haben auch im Cyberstructure Deck, haben wir angekündigt, dass da auf jeden Fall halt Gizmec-Monster drin sind, also ich glaube zwei. Deswegen glaube ich schon, dass sie das in der Megaten hier rebinden werden, weil warum sollten sie das nicht machen? Geht's weiter zu Eternity Code. Eternity Code. Ein Set, was Anfang Corona kam. Wenn man sich überlegt, dass das schon so lange her ist, das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Set gewesen. Es waren in dem Set auch ein paar Karten drin, die so ein bisschen was wert gewesen sind. Natürlich rede ich hier vom Access Code Talker. Ja, die Karte ist immer noch schweineteuer und die wird auf jeden Fall einen Reprint bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Megaten nicht drin sein wird. Kann durchaus passieren, aber ich glaube schon, dass der Access Code da drin sein wird. Geht aktuell 80 Euro, wie gesagt. Ist auf jeden Fall schon drin. Dann haben wir den Archosaurier, auch eine sehr, sehr gute Karte, auch eine Secret Rare aus dem Set, auch die wird höchstwahrscheinlich einen Reprint bekommen. Dadurch, dass wir einen Scrap Dino haben, wird das Deck wieder mehr gespielt, die wollen die Karten verkaufen, deswegen packen sie den Archosaurier logischerweise auch in die Megaten rein. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Dann haben wir für die Dragonlane Spieler einmal Chambers drin, die wird auf jeden Fall einen Reprint bekommen. Wie relevant das wird, hängt davon ab, was die Banlister sagt. Dann haben wir natürlich noch für die guten Orcus Spieler einmal Orcus Girsu drin, die Karte ist aktuell noch die einzig teure Karte im Deck. Und die kann man ja auch in anderen Deckvarianten spielen, wie jetzt Magnet oder sowas in der Richtung. Deswegen ist es eine sehr gute Karte. Und die wird auf jeden Fall auch in der Megaten drin sein. Weil die hat halt jetzt nicht so den krassen Value, aber die ist auf jeden Fall so gut, dass sie drin sein könnte und auch sollte. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall eine ganz gute Karte. Und nicht vergessen, wir haben natürlich den Earth Machine Support drin gehabt. Also Heavy Forward und wir hatten Metal Cruncher drin. Diese beiden Karten sind halt für das Erde-Maschinen-Deck essentiell wichtig. Ob es jetzt die Train-Variante ist, die Infinitrack-Variante oder die Maschine-Variante, die Karten sind halt dafür irgendwie alle relevant. Deswegen werden die höchstwahrscheinlich auch einen Reprint bekommen. Die waren ja beide Ultras, sind noch beide relativ teuer noch aktuell. Die werden wahrscheinlich irgendwie einen Super Reprint bekommen oder so. Oder vielleicht sogar einen Secret Reprint. You never know. Die Megatins werden am 15.09. rauskommen, also auf jeden Fall schon mal grabben. Und bevor ich die Megatins kauft, auf jeden Fall meinen Channel ein Abo da lassen, denn das hilft mir weiter. Und euch auch, weil ihr kriegt mehr Informationen und mehr Yugi-Content. Wer möchte das denn nicht haben? Also, pst, Like nicht vergessen. Machen wir weiter mit dem wohl heftigsten Set, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und das war natürlich Rise of the Duelist. Rise of the Duelist, Bruder, dieses Set, insane. Ich habe mir eigentlich für jedes Set hier so 5 Karten rausgeschrieben, die ich so als Reprint sehe, die auf jeden Fall drin sein könnten. Und Rise of the Duelist hat gefühlt 20 Karten, die drin sein könnten. Dieses Set war so heftig. Aber was für Karten waren denn drin? Fangen wir an mit einer Karte, die jetzt bald ein Reprint bekommen wird. Nämlich in Brothers of Legends, wie das umbenannt wurde, meine ich, wäre das Set gewesen. Droplet. Die Karte könnte in der Megaten immer genauso drin sein. Das haben die damals mit Boruto Dragon schon mal gemacht, dass sie erst einen Reprint bekommen hat und dann in der Megaten nochmal einen Reprint bekommen hat. Könnte ich mir bei Droplet auch genauso vorstellen. Dann haben wir natürlich Triple Tactics Talents. Die Karte wird aktuell immer mehr gespielt. Ist also eine insanely gute Karte. Sollten wir also auf jeden Fall in Erwägung ziehen, dass die da drin sein könnte. Und das würde das Set natürlich auf jeden Fall in andere Sphären heben, wie Duelcode jetzt sagen würde. Dann haben wir natürlich noch den ganzen Dogmatiker-Support. Die ganzen Dogmatiker-Karten rausgekommen. Ob es Ecclesia ist, Fleur de Lys. Selbst der Gegenpart von Dogmatiker, Gefallener von Albers, genau, die Karte war auch da drin. Und die wird dann auch gut werden mit den neuen Sets, die kommen, deswegen wird die auf jeden Fall auch drin sein. Also diese ganzen Dogmatiker-Karten werden drin sein. Shadow's Gizm war da drin. Die wird auf jeden Fall auch einen Reprint bekommen. Also wenn ihr noch Reprints habt und die braucht ihr jetzt nicht mehr, loswerden sofort. Die werden so tanken im Preis, auf jeden Fall abgeben. Dann haben wir Ice Dragon's Prison in dem Set gehabt. Die Karte als Ultra Rare, die war insane, die ist immer noch relativ teuer. Und die wird, wenn sie einen Reprint bekommt, relativ günstig werden. Also auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Karte auf jeden Fall entweder jetzt schon loswerdet oder wenn ihr sie noch nicht habt, wartet, bis der Print kommt, damit die auf jeden Fall da auch ein bisschen günstiger für euch ist. Und natürlich haben wir den guten Chaos-Herrscher, den Pepega-Ruler, wie ihn DB Grinder man nennt. Eine insanely powerful Karte. Also eine wirklich sehr, sehr gute Karte. Das war es quasi zu Rise of the Duelist. Ein unglaublich gutes Set. Und wir erwarten viele Reprints in den Megazinen. Also ich würde mich wundern, wenn da nicht so viele kommen. Aber jetzt kommen wir zu dem neueren Hauptset. Das ist natürlich Phantom Rage. In Phantom Rage war eine ganz bestimmte Karte drin, die das Meta komplett verändert hat. Und das war Zeus. Was soll ich sagen? Zeus ist eine gute Karte. Ihr könnt ihn in vielen Decks spielen. Die wird auch in aktuellen sehr, sehr vielen Decks gespielt. Und Zudek ist nicht im Grund für den Tier 2 Steck mit Zeus. Hat ja auch viel Bewegung gesorgt. Ihr könnt ihn in so vielen Decks spielen. Die ist super generisch zu machen, einfach eine sehr, sehr gute Karte. Aber Zeus war nicht das Einzige, was im Set drin war. Der gute Alpha war da drin. Die war sehr, sehr teuer, als sie rausgekommen ist. Mittlerweile ist sie ein bisschen günstiger und mit dem Reprint in der Megatin wird sie halt noch günstiger. Aber wir hatten natürlich die Torn Scales da drin, also den Phantom Knight Support. Nicht die beste Karte, aber für das Deckthema selber unglaublich heftig. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Auf jeden Fall mal drüber nachdenken, möchte ich zu besorgen, wenn die Megatin draußen ist. Dann haben wir noch natürlich VW gehabt, also Virtual World, was da die Mühe gefeiert hat, Lulu war da drin, Chenchen war da drin, die werden auch Reprints bekommen, dann wird das Deck halt
noch mehr budgetfreundlich, dann wird es halt ein sehr, sehr cooles Deck für die, die heute nicht viel Geld haben und viel investieren möchten. Auf jeden Fall sehr coole Karte. Und der aktuelle Hype-Train, den wir logischerweise haben mit Tri-Brigade Zodiac. Tri-Brigade war komplett in diesem Set drin. Bis auf Kit, aber die kostet eh nicht viel und die braucht die halt dreimal und die ist eine Euro-Karte oder so. Bruder, wenn die alle reprintet werden, werden die nichts mehr kosten. Dieses Deck wird noch billiger und noch mehr gespielt werden, wenn die Banlist da nicht was anderes sagt. War das schon alles, was in der TIN drin ist? Schon alles. Diese TIN wird einfach unglaublich heftig. Aber sie haben gesagt, dass sie halt diese vier Boxen nehmen und andere Sachen. So Sachen wie endlich reprintet werden können, also vor allem die Zauberkarte, die halt aktuell 20 Euro geht, die halt eine Super Rare ist. Dann die Adamantipator werden auf jeden Fall auch wahrscheinlich ein paar Regions bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass von Drytron ein paar Karten Reprint bekommen als Super Rare, die jetzt nicht in einem OTS gekommen sind. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich möchte aber nochmal ganz kurz zwei Karten anmerken, wo ich der Meinung bin, dass sie da drin sein könnten. Bei der einen bin ich ziemlich sicher, dass sie irgendwie drin sein wird. Und das ist Dragoon. Dragoon kam als letztes Jahr in der Megatin als Promo. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr wieder mit dabei sein wird. Und diesmal als ganz normale Karte in dem Set drin. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das wird die Box auf jeden Fall halt noch attraktiver machen für die Casual-Spieler vielleicht. Und eine Karte, die ich einmal mal in den Raum werfen möchte, ist halt Crossroad Designator. Ob die jetzt da drin sein wird oder nicht, es könnte eine Promo sein. Es ist halt kein Blue-Eye-Support oder sowas. Wäre halt witzig, wenn sie halt da rauskommen würde. Ich habe euch an dieser Stelle jede Menge Infos bereitgestellt. Ihr müsst jetzt das Beste draus machen. Was denkt ihr von der Megatin? Wird die heftig? Wird die nicht so heftig? Übertreibe ich? Denkt ihr, da sind halt nur die Hälfte der Karten drin? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese es mir durch. Das war's für heute Video. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.